Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Fressverhalten von Furchenwalen. Die Funktion W beschreibt näherungsweise das gesamte Wasservolumen, das ein Furchenwal während eines Beutestoßes aufnimmt. T ist aber die Zeit seit Beginn der Wasseraufnahme und W von T ist das gesamte aufgenommene Wasservolumen. Kreuzen Sie den Graphen der zugehörigen Ableitungsfunktion W' an. Überlegen wir uns also modellhaft, wie die Ableitungsfunktion zur gegebenen Funktion W von T aussieht. Dazu müssen wir uns letztlich nur klar werden darüber, wie die Steigung einer gedachten Tangente in jedem Punkt an den Graphen hier aussieht. Beginnend bei 0 nimmt die Steigung der Tangente immer weiter zu, bis wir in diesem Bereich in etwa ein Maximum erreichen, ab dem die Steigung der Tangente wieder abnimmt und schließlich wieder gegen 0 geht. Versuchen wir das also zu übertragen. Wir beginnen bei einer Steigung bei 0. Die Steigung nimmt immer weiter zu, bis wir ein Maximum erreichen. Ab diesem Maximum nimmt die Steigung wieder sukzessive ab. Wir sehen also, dass nur einer der Funktionsgraphen hier tatsächlich diese Bedingung erfüllt und das wäre dieser.